vorne mit deiner Kamera, sonst haut er mal schön. Nur Schwammen. Seid schon, wo seid ihr studiert und seid? Trudel seid, Analphabeten. Weitermachen, wir können nicht anders. Es bleibt der Zivilgesellschaft keine andere Wahl, auf diesen Missstand hinzuweisen. Und zwar möchten wir hier ausdrücken, dass es nicht auf die Kleidung drauf ankommt, sondern auf das Herz, mit dem man diese Kleidung auswählt. Und die sollte möglichst pelzfrei sein und es sollte kein Tier für Kleidung sterben müssen. Das ist Terror, das ist Staatsterror! Terror gegen Tierschutz! Wenn man all das kriminalisieren will, dann bringt man den ganzen Staat und die ganze Gesellschaft zum Schweigen. Die Tierschützer haben politisch einer starken Lobby wehgetan. Diese Lobbys haben sich zur Wehr gesetzt und dann hat man sozusagen eine scharfe Waffe gezogen, um auch gegen die Tierschützer dann vorzugehen und ihnen sozusagen, ich sag's jetzt knallhart, das Chaos zu machen. Der zielt auf mich. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Stopp. Oh, schalten aus! Sonst haben wir es beschlagnahmen. Ja. Wir dürfen alles. Ja. Da nehmen sie alle fest und aus. An die Wand stellen, das Pistole ins Genick. Die haben mich angeschrien, Polizei, raus aus dem Bett, Hände hoch. Dort ist mein Bruder gestanden, ebenso an der Wand mit der Pistole im Genick, daneben seine kleine Tochter. Einen Mensch zu verhaften, einzusperren, ohne ihm wirklich lange Zeit Gründe zu nennen, wieso überhaupt? Wir sind nicht frei, wir gehören dem Staat. Was den berühmten Tierschützerprozess betrifft, weil das eine ist die Norm, das andere die Anwendung. Wie diese Norm dann angewandt wird, das wird sich in einzelnen Fällen noch zeigen. Grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, Österreich ist dadurch sicherer geworden, aber die Bestimmung hat ihren Sinn und ihren Zweck.